Endlich ist es soweit. Auch Canon bringt eine spiegellose Vollformat-Systemkamera auf den Markt. Die Canon EOS R. Wie man es von Canon kennt, ein extrem leistungsstarker Vollformatsensor, in dem Fall hier in einem sehr, sehr kleinen und kompakten Magnesiumgehäuse. Der Sensor ist ein 30,3 Megapixel Dual-Pixel CMOS-Sensor. Das bedeutet, wir haben genauso wie bei der 5D Mark IV die Möglichkeit, diese Dual-Pixel-Funktion zu benutzen. Das bedeutet, wir können ein Foto schießen und in einem speziellen RAW nachträglich den Fokus noch um ein paar Millimeter verschieben. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein Porträt gemacht und habe das Auge nicht perfekt getroffen mit dem Fokus. Dann kann ich das nachträglich noch justieren und kann den Fokus wirklich genau auf das Auge legen. Das hat natürlich auch einen riesen Vorteil für den Autofokus, der sehr, sehr, sehr schnell und vor allem im Nachziehen sehr, sehr präzise und schnell arbeitet. Was hat sich am Gehäuse verändert? Wie man es von Canon kennt, haptisch liegt die Kamera sehr, sehr gut in der Hand. Allerdings haben wir hier, wie eigentlich eher bei den Consumer-Modellen und nicht wie bei den Profi-Modellen, ein schwenkbares Display. Auch Touch, genauso wie wir schon von der 5D Mark IV zum Beispiel kennen. Grundsätzlich am Gehäuse hat sich eigentlich einiges getan. Was als erstes auffällt, ist, dass das Click-Wheel verschwunden ist. Dafür haben wir jetzt hier oben etwas Neues, und zwar eine kleine Touchbar. Und nur beim Drüberwischen realisiert die Kamera nach links, nach rechts und ersetzt quasi hier das Click-Wheel. Ansonsten haben wir einen SD-Karten-Speicherplatz. Das ist etwas, was ja bis jetzt bei Systemkameras sehr, sehr oft schon bemängelt wurde. Warum nur ein Speicherkartensteckplatz? Ich bin der Meinung, es ist der Baugröße geschuldet, weil die Kamera mit einem Vollformatsensor wirklich, wirklich klein und extrem kompakt ist. Was sich noch verändert hat, ist das Display hier oben auf der Kamera. Ich habe jetzt die Möglichkeit, mir das einblenden zu lassen, was ich da oben drauf haben möchte. Genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel Modus wechsle, also von S auf A auf M, wird mir das hier oben immer in einem schönen Menü angezeigt und nicht mehr wie früher. Irgendwo fällt alles weg und da unten bleibt noch was stehen und ich kann da noch was auswählen. Jedoch die größte Veränderung bei der EOS R ist das Bajonett. Und zwar haben wir jetzt ein RF-Bajonett. Das ist natürlich dem Auflagemaß zum Sensor geschuldet, dadurch, dass die Kamera ja viel schlanker ist als eine Spiegelreflexkamera. Und dafür gibt es direkt vier neue Objektive, und zwar in 35mm Blende 1.8, ein 24-105 Blende 4 durchgängig, so wie man es schon kennt, dann ein 50mm Blende 1.2, auch schon bekannt, und dann gibt es noch ein 28 bis 70 Blende 2 durchgängig. Neben den Objektiven gibt es natürlich auch einen Adapter für alle bisherigen Canon-User. Und zwar gibt es nicht nur einen, sondern es gibt gleich drei Adapter. Die können eigentlich alle das Gleiche. Es gibt einen ganz simplen, das ist einfach nur hinten RF und vorne das ganze normale EF oder EFS-Bajonett. Das setze ich an und es funktioniert in voller Geschwindigkeit ohne jeglichen Verlust. Dann gibt es einen, das ist der, den ich jetzt hier in der Hand halte, mit einem Click-Wheel. Das bedeutet, dieses Rädchen kann ich frei belegen. Ich kann sagen, ich möchte die Blende drauf haben, ich möchte ISO drauf haben. Ich kann da eigentlich alles drauflegen bis hin zur Belichtungszeit. Diesen Adapter haben sie rausgebracht, um den Leuten, die sonst RF-Objektive benutzen, weil hier sind diese Ringe vorhanden. Wie zum Beispiel hier beim 50er. Da habe ich einmal meinen Fokusring, um meinen Fokus manuell wählen zu können. Und hier vorne wieder dieses frei belegbare Click-Wheel. Bedeutet, ich kann mir eine Blende direkt hier vorne zum Beispiel drauflegen, so wie ich das von alten analogen Objektiven kenne. Dann gibt es noch einen dritten Adapter, den haben wir jetzt leider gerade nicht hier, und zwar einen mit Einschubfiltern. Ich habe die Möglichkeit, zwischen einem UV-Filter, einem Polfilter und einem variablen ND-Filter zu wählen. Das bedeutet, ich wechsle die einfach und habe außen ein Rädchen, um bei dem Polfilter oder bei dem variablen ND-Filter die Intensität einzustellen. Immer wieder hören wir in den Geschäften oder in den sozialen Medien, ja, die machen noch nur ein neues Bajonett, damit ich meine Objektive nicht mehr benutzen kann und neue kaufen muss. Das ist ganz sicher nicht der Hauptgrund, sondern der Spiegelkasten muss ersetzt werden. Das Auflagemaß würde nicht mehr passen, wenn ich jetzt hier einfach ein F-Objektiv dran setzen würde, weil hier ist der Sensor, normalerweise wäre bis hier der Spiegelkasten und dann kommt das Objektiv erst. Dadurch, dass hier Sensor und hier Objektiv ist, hätte ich natürlich das Problem, dass ein EF-Objektiv nicht ein scharfes Bild machen würde. Der Adapter überbrückt sowohl die Technik als auch eben diesen Spiegelkasten und somit das Auflagemaß. Die einfache Variante von dem RF auf EF Adapter wird bei jedem Modell mitgeliefert. Das, was am Gehäuse gleich geblieben ist, ist der Akku, und zwar habe ich hier den ENEL6 drin, den ich auch schon aus meiner 7D, 5D, 6D bereits kenne. Vor der Zeit von Systemkameras war eine Canon 5D Mark III so das Nonplusultra zum kleinen und kompakten Filmen. Das hat sich mit den Vollformat-Systemkameras alles etwas geändert. Mit der EOS R hat Canon es geschafft, auch in diesem Markt wieder Fuß zu fassen. Und zwar mit der Möglichkeit, bei der EOS R 4K 8-Bit C-Log-Material direkt in der Kamera aufzunehmen, was bei der 5D Mark IV nur mit einem kostenpflichtigen System-Upgrade möglich war. Und wir können extern ein unkomprimiertes 4K in 10-Bit C-Log rausgeben. Das ist natürlich gerade für die Filmemacher und Videofilmer
extrem interessant. Und durch den Dual-Pixel-Autofokus haben wir auch noch die Möglichkeit, einen perfekten Follow-Fokus zu gewährleisten. Ich kann das jetzt mal zeigen. Und zwar filmen wir dann mit der EOS R in C-Log und direkt daneben 5D Mark IV auch in C-Log, beide ISO 400. Um den Follow-Fokus mal zu zeigen, die beide sind jetzt auf Face-Tracking eingestellt. Das heißt, wenn ich mich jetzt nach hinten bewege oder nach vorne, folgt die Kamera grundsätzlich meinem Gesicht, auch wenn ich mich zur Seite bewege. Ich bleibe immer im Fokus. Das ist natürlich gerade, wenn ich alleine arbeite, ein Riesenvorteil mit dem Touchdisplay. Ich möchte von einer Person auf einen Gegenstand zum Beispiel scharf stellen oder zwischen zwei Personen wechseln. Ich halte die Kamera in der Hand und tippe von der einen Person auf die andere Person und zack, verschiebt sich extrem flüssig und gleichmäßig der Fokus. Die EOS R, gerade für YouTuber oder für Vlogger, extrem interessant, weil ich ja das schwenkbare Display habe. Das heißt, ich kann mich selber filmen und habe den Dual-Pixel-Autofokus mit Gesichtserkennung. Das heißt, es ist super einfach, sich selber zu filmen. Genauso wie die 5D Mark IV ist auch die Canon R mit dem Vollformatsensor extrem rauschunempfindlich. Das bedeutet, wir können im Foto 6400 bis zu 12800 ISO benutzen, ohne dass wir große Qualitätseinbußen haben. Im Video probieren wir das jetzt gleich noch aus und das werden wir jetzt wahrscheinlich dann einblenden. Canon hat es mit der EOS R geschafft, eine kleine, kompakte und leistungsstarke Vollformat-Systemkamera auf den Markt zu bringen. Die EOS R knüpft an die Erfolgsgeschichte der 5D Mark II und III an, die damals so die ersten Spiegelreflexkameras waren mit Vollformatsensor, die filmen konnten. Denn sie haben es auch hier geschafft, eine perfekte Brücke zwischen einer sehr, sehr guten Fotokamera und einer sehr, sehr guten Videokamera zu bringen. Ein, zwei kleine Wermutstropfen gibt es doch, und zwar nur einen Kartenslot und nicht zwei, wie man das von einer 5D oder einer 6D zum Beispiel kennt. Ein weiterer Wermutstropfen ist, dass hinten das Klickwheel verschwunden ist, weil ich als Canon-User kenne das selber. Einfach mal eben mit dem Daumen Blende verändern, schnell durch Bilder gehen. Das wird hier auf jeden Fall fehlen und das wird, glaube ich, auch nicht nur mir fehlen. Und was wahrscheinlich der Baugröße geschuldet ist, der Joystick, den man von der 5D kennt, der ist auch verschwunden. Dass ich einfach schnell meinen Autofokuspunkt wechseln konnte. Das gibt es leider nicht mehr. Dafür habe ich jetzt Touchdisplay und kann darüber meinen Autofokuspunkt wählen. Und gerade für alle bisherigen Canon-User sind die drei Adapter extrem hilfreich. Ich kann wirklich bedenkenlos meine Canon-Kamera gegen eine EOS R eintauschen, weil ich all meine Objektive immer noch voll benutzen kann. Und das, ich finde, sehr, sehr klein und kompakt. Und ich glaube, deswegen werden einige Filmer zu Canon zurückgehen.